Es gibt mir die Gelegenheit, natürlich auch noch auf den Beitrag des Kollegen Försters einzugehen. Ja, das, was Sie eben zuletzt geschildert haben, das Beispiel, was vielleicht aus Ihrer Sicht nicht so erfolgreich lief, das ist tatsächlich ein Beispiel. Ich war kürzlich auf einer Veranstaltung der sogenannten Klimaunion und auch wenn ich nicht alle Ziele zu 100% teile, sind aber die praktischen Beispiele, die da angeführt wurden, gerade zwischen E-Mobilität und auch dem sogenannten Dorfauto oder dem Fahrzeug, das von mehreren benutzt werden kann, dort als absolutes Paradebeispiel angebracht worden, wie erfolgreich das war. Zugegebenermaßen war das ein Landkreis in Hessen, aber auch dort war der ländliche Raum prägend. Insofern finde ich, sind die Argumente nicht zielführend. Und wir reden hier seit über einem Jahr jetzt von der sogenannten Mobilitätsoffensive. Nun kann man natürlich sagen, ist einiges angeschoben worden. Das haben wir selbst auch als Opposition durchaus honoriert, dass man die Mittel nicht mehr nur anspart, sondern jetzt auch investiv verwendet. Dazu ist ja auch das Rufbussystem beispielsweise jetzt auch angeführt worden, auch wenn ich bestreite, dass es ein landesweites Rufbussystem bereits gibt. Es gibt eine Entwicklung dahin, immerhin. Aber jetzt reden wir hier über ein Instrument und jetzt gucken wir in andere Bundesländer im Bereich Carsharing und stellen fest, da gibt es Entwicklungen. Die Kollegin Wegner hat das Beispiel aus Nordrhein-Westfalen genannt. Nun kann man natürlich sagen, Nordrhein-Westfalen ist nicht Mecklenburg-Vorpommern. Auch da kann ich bestätigen, gibt es einen sogenannten ländlichen Raum. Und auch dort funktionieren Carsharing-Modelle im ländlichen Raum. Und jetzt finde ich diese grundsätzliche Abwehrhaltung irgendwie ziemlich daneben. Warum? Weil schauen Sie in den Antrag, hier geht es darum, dass man erst einmal auch prüft, ob solche Angebote in ländlichen Regionen funktionieren können. Und ja, gibt es eine Studie, die besagt, dass aufgrund der dünnen Besiedlung, die wir hier zu konstatieren haben in Mecklenburg-Vorpommern, dass das schwierig werden könnte. Aber deswegen kann man auch nicht gleich die Hände in den Schoß legen und sagen, okay, dann geben wir es eben auf. Das ist keine Mobilitätsoffensive. Erwiesenermaßen gehört Carsharing als ein wichtiges Instrument, Begleitinstrument zur Etablierung auch des ÖPNV dazu. Dazu gibt es Studien, damit kann man sich auseinandersetzen. Und ich finde, das ist hier bislang in Mecklenburg-Vorpommern nicht ausreichend gestehen. Und dann geht es auch um Beratungsangebote. Was spricht denn eigentlich dagegen, mal sozusagen die Erkenntnisse auch aus anderen Bundesländern mal mit unseren Kommunen zu spiegeln und mal zu überlegen, vielleicht gibt es ja einen Markt dafür, vielleicht gibt es eine Überlegung. Hier wird nur eine grundsätzliche Abwehrhaltung an den Tag gelegt. Das finde ich einfach sträflich, wenn wir tatsächlich darüber reden wollen, eine sogenannte Verkehrswende anzuschieben. Da kann man doch nicht im Vorfeld gleich sagen, das schließen wir aus, das wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht funktionieren. Ich glaube, dass der Individualverkehr, das Auto, immerhin auch in Mecklenburg-Vorpommern ein sehr beliebtes Fortbewegungsmittel, vielleicht auch über eine Gemeinschaftsstruktur funktionieren kann. Und dass es nicht nur der Rufbus ist und nicht nur die kreisübergreifenden Busse sind, sondern dass es vielleicht auch dieses Instrument bedarf. Und deswegen finde ich, kann man diesen Prüfprozess, der unter Römisch 2, Arabisch 1 hier eingefordert wird, durchaus zustimmen. Und auch die Beratungsangebote unter zweitens sind okay. Und drittens, bevor jetzt hier das finanzielle Argument in den Raum gestellt wird, steht ja explizit davon, dass wir bereits bestehende Fördermöglichkeiten auch erstmal publik machen sollten. Ich habe sozusagen in den Gesprächen mit vielen Kommunalvertretern bisher noch nicht den Eindruck gewonnen, dass die wirklich zu 100% sich darüber informieren konnten. Es gibt im Moment viele andere Themen, die unsere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker bewegen. Und wenn wir so etwas aber auch nach vorne bringen wollen, warum sprechen wir nicht mit Ihnen? Warum versuchen wir nicht, Fördermöglichkeiten auch an der Stelle bekannt zu machen? Deswegen mache ich es kurz. Wir stimmen diesem Antrag zu, weil wir wollen eine wirkliche Mobilitätsoffensive und da muss man sich auch breit aufstellen und nicht im Vorwege schon versuchen, bestimmte Möglichkeiten, die eine neue Mobilität durchaus ermöglicht, einfach im Vorwege auszuschließen. Ich finde, das ist kein konstruktiver Ansatz. Der Ansatz der Grünen-Fraktion an der Stelle ist sehr konstruktiv. Deswegen stimmen wir zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Fraktionsvorsitzender. Das Wort hat jetzt für die